Und Liao Chengting muss dagegenhalten. Darum wird es jetzt sehr aggressiv, sehr, sehr durchschlagskräftig ist. Auch bzw. zurückschlagen muss. Auf der anderen Seite der Rückhandrückschlag aus der Vorhand. Hier setzt dann an. Ist natürlich unglaublich. Den Arm möglichst schnell wegnimmt, damit der Gegner eine freie Sicht auf den Ball hat. Sehr gut. Mit der Rückhand wartet. Für Hugo Calderano, der natürlich auch hier extrem favorisiert ist. Und ich muss sagen, Position gar nicht optimal, ein bisschen Distanz verloren. Aber das ist. Aber das ist im Augenblick. Kraft von Hugo Calderano zu stoppen. Wahnsinn. Sehr gut gespielt von Hugo Calderano. Jetzt mit Aufschlag. Aus der kurzen Vorhand, wie er mitunter da mit Vorhand agiert, die ihm dann auch mit der Rückhand von dort gut zurückzuschlagen. Die Rückhandbanane. Aber Top-Spieler locken sozusagen den Gegner, um die Diagonale anzuspielen. Dann direkt den Punkt gewinnen zu wollen. Da hat man Zweikheiten als Rückschläger findet. Muss ja nicht unbedingt umlaufen wegen der starken Rückhand. Diesmal gegen Liao ist im Spiel. Arno etwas nach oben gegangen, ist dann den Ball mit der Vorhand nicht getroffen. Hier zu bleiben. Ball für Liao. Mal abgewehrt. 10 beide. Na, da eigentlich einen mutigen. Ganz wichtiger. Na, diesmal wirklich. Da kam man. Selbst er ein klein wenig nervös. Und diesmal schätzt Liao den Aufschlag von Hugo Calderano Nummer 2 zum 15-13 zu verdanken hat. Richtung Netz bei Seite untergesprungen. Hätten haben einen guten kurzen Rückschlag hinzubekommen. Aber es ist natürlich klar, Finale. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da war jetzt auch machen, gut zu reagieren. Ja, er liebt das wohl. Ja, das war ein bisschen genau. Verunsichert im nächsten Schritt, im nächsten Ballwechsel danach. Vorhand wärst du hin.
Satz klar. Im zweiten Satz verliert man in Verlängerung. Gut. Habe ich auch so empfunden. Überhaupt keine Probleme mit dem Aufschlag. Ein Rückschlagvorteil. Habt und so muss man es auch bei Liao dann handhaben. Spiel auch in Satz Nummer 3 bisher super gespielt. Eigentlich nach wie vor hat er nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Und alles zu gewinnen bedeutet jetzt hier im Augenblick Satz. Hier muss er sich natürlich was überlegen. Glaube ich, einen Tick über seinem Niveau. Ja, schon der dominantere ist. Ohne Frage, der wird auf Dauer dann auch sich durchsetzen. Zu kommen, ja. Leo macht das gut. Genau. Lange Ballwechsel spielen. Das, was wir gerade auch sagten, du hattest vorhin angesprochen, kann Leao das auf diesem Level so halten? Ist der Vorsprung für Calderano? Er kriegt das Spiel wieder in den Griff. Super. Auf das Terrain von Hugo Calderano. Genau. Da wird Hugo Calderano am Ende dann der Bessere sein. Das muss er versuchen zu verhindern. Wie er geblieben ist. Genau. Ja, er wirkt jetzt auch. Als er dann diese 2-3 Punkte Vorsprung hatte, da. Weil er muss liefern. Das ist ganz klar. Das hat er im Hinterkopf. Er muss hier liefern. Eigentlich die echte Wahrheit. Ja. Bei 10-9 gehe ich Kaffee trinken. Und das meinte Dima mit Placement. Das war der. Wenn sie dort eben noch ein klein wenig platzieren können. Anderthalb Minuten. Auch wieder. Aufschlag in die Vorhand. Klasse! Ja. Viel gefehlt. An dem Tisch und dann kann er danach vielleicht übernehmen, aber es gelingt ihm nicht. Und jetzt geht's wieder. Und darf nicht im Spin-Spin in der fallenden Phase agieren. Einziehen können, aber genau das, was du beschrieben hast. Und die. Das. Von Hugo Calderano. Ersten abgewehrt.
Das war's. Da hat er ihn genommen. Und die Faust geht nach oben. Hugo Calderano sichert sich dieses Spiel nach großem Kampf.